Die Aufnahme in der Hoffnung, dass heute mein Internet wieder stabil funzt. Jawohl. Und zwar heute haben wir gleich einen Kraftteil nach dem Warm-up. Ich erzähle euch jetzt mal noch nicht, was wir da alles brauchen. Hauptsächlich Ringe, Handstand halten und zwei Dumbbells, so wie es aussieht, aber das kriegen wir alles hin. Und danach geht es ins Workout rein mit 20 Minuten AMRAP, 6 Deadlift, 100 Kilo für Helmut, 70 für Jochen und für den Rest der Mannschaft, 7 Burpee Pull-Ups, 10 amerikanische Kettlebell Swings und 200 Meter Laufen. Ja, alternativ auch Shuttle Run für Helmut und Uschi. Svenja wahrscheinlich auch, aber Sandro und ich, wir werden laufen gehen, denke ich. Genau. Ja. Ja, ich muss leider gucken, weil wegen Rücke mal wieder das Thema Deadlifts und Laufe. Ich gucke. Okay. Und dann haben wir einen Finisher, wenn wir noch Zeit haben, mit Hollow Hold und Dead Hang. So, zum Warm-up kann ich gleich mal Uschmut euch beide bitten, die Langhantel noch mal zur Seite zu rollen. Wir werden Shuttle Runs machen, alle. Ganz entspannte Shuttle Runs für 4 Minuten. Und alle 30 Sekunden werden wir, was machen wir denn? Erstmal halbe Burpees machen, so. Genau. Oder ich muss erstmal die Uhr einstellen und dann sage ich euch genau, was passiert. Ich habe das jetzt, Moment, noch nicht anfangen, wenn es piept. Das ist ja hier wie bei Sodom und Gomorra. Absolut. Das ist ja. Völlig Hier warst du auch schon mal unvorbereitet. besser vorbereitet. Wie Ja, immer zu sagen. das sage ich dir nur. Leute, schickt das Arbeitsamt in letzter Zeit. So, alle 30 Sekunden für 8 Runden. Also, Ohrenspitzen nochmal. Wir starten Helmut. Wir starten mit lockeren Shuttle Runs und alle 30 Sekunden machen wir erstmal 4 halbe Burpees, bis ich was anderes sage. Wir starten aber mit Shuttle Run und wenn es piept, 4 halbe Burpees. 10 Sekunden. Ein bisschen Musik gebe ich uns auf die Ohren. Und los geht's. Ihr müsst nicht zwingend den Boden berühren. Wir wollen nur locker und warm Ah, laufen. das ist ja. Und 4 halbe Burpees. Und wieder. Helmut, laufen, locker, komm. Bewegung. Vorletzte Mal. Halbe Burpees. Und noch einmal halbe Burpees, 4 Stück. Und wenn es wieder piept,
machen wir zwei ganze Burpees. Immer in Bewegung bleiben, Leute. Noch einmal zwei Burpees, wenn es piept. Und laufen, bis es zum letzten Mal piept. Und laufen den Rest der Zeit. Wenn es piept, dann keine Burpees mehr. Zehn Sekunden. Und relax. So, dann werden wir 30 breitbeinige Windmühlen machen. Wir berühren die Fußspitzen, ihr kennt die Übung, 30 Mal, schön reindrehen. Und dann 10 entspannte Ring Rows. Ihr könnt euch auch ein paar Teile, Ringe teilen, Helmut. Ihr müsst nicht beide, wenn ihr es nicht aufgebaut habt, kann auch ein Ring reicht. Also leichte Ring Rows, um einfach in die Zugübung reinzukommen. Genau, Sandra. So, dann schnappt euch irgendwas, wo ihr euch raufsetzen könnt. Eine Box oder eine Bank oder weiß der Geier was. Wer hat, schnappt sich zwei leichte Gewichte. Ansonsten eine Dumbbell 10 Kilo. Okay, ich warte kurz, weil Osmut ist auch noch nicht so weit. Also entweder eine 15er nehmen oder eine 12,5er, die ihr vorne drückt, oder wir nehmen zwei leichtere, die ihr seitlich drückt, so wie im Kraftteil. Wir machen 10 Strictpress aus dem Sitzen. Warum machen wir die nicht auf dem Boden? Weil das nicht da steht. Ach so. Das ist das erste Mal, dass ich mich irgendwo hinsetzen muss. Naja, wir werden ja nicht jünger, Svenja. Bist du am Boden, bist du wieder aufgestanden vor allen Dingen? Ja. Bei meinen langen Beinen, wohl bemerkt. Ja, und der Masse vor allen Dingen, ja. Ja. Masse ist Macht, weißt du ja. Das erste Mal, dass ich was auf dem Hocker machen darf, das ist ja. Und ich glaube, den Handstand nehmen wir noch mit. Seid ihr alle soweit? Handstand an der Wand. Machen wir mal 20 Sekunden. Warte, ich starte nochmal die Uhr.
in 10 Sekunden für 20. Wer will, kann jetzt schon hochgehen natürlich. Jawohl, die Struktur ein bisschen unter Stress setzen. Noch 10. Runter. Okay, dann gehen wir in den Todesmarsch. Ich schalte mal das Piepen jetzt wieder aus, sonst piept es alle 30 Sekunden. Todesmarsch mit Aufdrehen, alle 3 Wiederholungen. Macht einfach so lange, wie ich, bis ich was sage. Noch 2 Wiederholungen jeder. Wunderbar. Und dann gehen wir jetzt mal in 5 Ring Rows rein. Und jetzt Achtung, schaut mal bitte zu mir. Warte. Ich habe meine Ringe an der Brust. 21, 22 runter. 21, 22 hoch. 21, 22 runter. 21, 22 hoch. So machen wir es auch im Kraftteil. Davon jetzt mal 5 Stück. Damit ihr euch einfach ein bisschen an den Rhythmus gewöhnt. Im Kraftteil sind es dann 10. Wunderbar. So, Den Zettel abgegeben haben. wer kurze Wege hat, nimmt sich jetzt zwei etwas schwerere Dumbbells, wer die Möglichkeit hat. Und wir machen nochmal 10 Strict Press. Wer keine so vielen Dumbbells zur Variation hat, kann nachher auch eine Langhantel nehmen zum Beispiel. Zehn Stück bitte. Nachher hinsetzen dann mal, gell? Wir schaffen es so, dass du nicht mit dem Gewicht. Oh, ja, okay. Was hast du für Gewichte, Svenja, jetzt? Bei 10er. Ja, hatte ich auch, okay. Im ersten Mal, glaube ich, Gut. ein Zehner, jetzt zwei. Dann gehen wir nochmal in den Handstand. Gemeinsam. Achtung, es piept gleich. Könnt schon mal hochgehen. Und wir stehen jetzt 30 Sekunden. Wenn es piept, sind 30 Sekunden um. Noch 10. Okidoki. So, ich sehe bei allen, bis auf Svenja, eine Langhantel schon rumliegen. Svenja, kannst du flugs dir eine Langhantel aufbauen mit zwei Zehnerscheiben oder zwei Fünfzehnern? Ja.
Weil vom Warm-up her, denke ich, sind wir durch. Ich denke, das reicht jetzt auch für den Kraftteil. Brauchst du das? Dann nimmst du die Box lieber. Ach so, okay. Ja, ihr könnt euch ja beide auf die Box setzen. Also. So, wer für die strikten Klimmzüge ein Gummiband braucht, kann sich schon mal ein Gummiband dranhängen, damit wir so mindestens mal 4 Stück schaffen. Aber wir machen jetzt erst den Kraftteil, oder? Ja, deswegen, davon rede ich ja. Und da sind ja strikte Klimmzüge der erste Übung. Bloß ich möchte in den Kraftteil die Deadlifts mit kombinieren, mit reinnehmen, damit wir gleich fürs Warm-up besser vorbereitet sind, Svenja, deswegen. Jetzt, jetzt, ja, Jetzt ergibt sich ein Sinn, jetzt oder? ergibt sich jetzt, wie ist die Datei? Jetzt macht das endlich mal Sinn, was der Alte Ja, genau. da macht, ja. Ja. Also, bitte zuhören! Genommen. Helmut, Uschi, wir beginnen mit so vielen strikten Pull-ups, gerne auch mit einem Band, wie wir schaffen. Mindestens mal 4, würde ich sagen. Danach gehen wir in die 10 Seated Dual Strict Press, die haben wir gerade gemacht. Wenn ihr dafür vorbereitet seid, alles gut. Ich nehme mir jetzt mal 2 12,5er einfach für die erste Runde. Nach den Seated Strict Press, upsa, kommen die Ring Rows. Also 10 Strict Press, dann 10 Ring Rows mit 2 Sekunden runter, 2 Sekunden hoch, so wie wir es gerade geübt haben. Und die 30 Sekunden Handstand halten ersetzen wir durch 10 Deadlifts. Damit wir einfach fürs Workout schon ein bisschen vorbereitet sind. Da müssen wir auch nicht wahnsinnig viel Gewicht draufpacken, sondern wir können es dann von Runde zu Runde so leicht steigern mit dem Gewicht. Wir machen 3 Runden, nur dass wir dann fürs Workout nicht bei Null anfangen. Logik und Aufgabenstellung soweit verstanden? Ja? Eine Antwort wäre sehr nett. Sehr schön. Weißt du, erst nicht anmelden und dann ständig stören. Das sind mir die richtigen, du. Mann, 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 du. So, ich mache ein bisschen Musik. Und wir gehen in die strikten Pull-ups in 10 Sekunden. Sehr gut, wenn ihr die gemacht habt, geht's in die Strict Press im Sitzen. 10 Wiederholungen. Wenn ihr die gemacht habt, geht es in die 10 Ring Rows. Langsame Ring Rows, 2 Sekunden pro hoch und runter.
Und dann 10 lockere Deadlifts. So, haben wir eine Runde geschafft. Und bei 3 Minuten, also in 10 Sekunden, gehen wir in die zweite Runde. Wir beginnen wieder mit den Klimmzügen. Los geht's. Versucht dieselbe Anzahl wie in der ersten Runde zu schaffen. Dann kommt wieder der Stick Press. Dann die Ring Rows. Langsamer Helmut, 2 Sekunden pro runter und hoch. So, und wer möchte, kann jetzt mehr Gewicht nehmen für die Deadlifts. Wir machen aber nur noch 6 Wiederholungen. Weil im Workout sind es dann auch nur 6. Ich packe jetzt mal ein bisschen Gewicht drauf. Die Zeit nehmen wir uns. Also 6 Deadlifts mit etwas mehr Gewicht. Könnt ihr noch mal ein bisschen raufpacken, bevor wir in die letzte Runde gehen beim Deadlift. Stop. Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me. Und
15 Sekunden, gehen wir in Runde Nummer 3, in die letzte Runde rein. Bei 7:15. 5. Und los geht's, letzte Runde. Strikte Klimmzüge. So, Strict Press. Dann die Ring Rows. Deine Ringe besetzt jetzt, Svenja. Ja, leider. Und letzte. Oh, yeah. Und dann nochmal 6 Kreuzheber. Oh. Ay, ay, ay. So, dann bitte jetzt Gewicht auflegen fürs Workout, fürs Kreuzheben. Helmut, du nimmst 100 wahrscheinlich, oder? Das ist gerade nicht da. Uschi, was nimmst du? 70 wäre das Zielgewicht. 60? Ja, dann nimm 60. Svenja brauche ich gar nicht fragen, die nimmt 75. Sandra 60. Oh, nee. Ich muss das mal gucken. Also, es geht mit 6 Deadlift los und dann bitte auch auf die Burpee Pull-Ups vorbereiten. Das sind dann 7. Und an die American Swings denken. Also am besten, du gehst weiter rüber, Svenja, wenn du ja, da... Ja, musst du mich gerade einmal orientieren, was jetzt hier... Also, du, ist denn die Plattform besetzt, Svenja? Ja. Okay, schade. Ja, hier ist heute ein bisschen...
Ich muss meine Lücke finden, da muss man so. So, ich klinge mich mal ganz kurz auf, ich gehe auf Toilette. Moment. Ja, hier ist das Lügen. Ups. Was ist super? 70 Kilo, 100 Kilo. Ich glaube, ich muss das machen. Und das auch nicht einmal. Ich finde, ich bin auch vom Zettel. Soll ich hin? Ah ja, ich muss. Ich muss. Du nicht. Mir kurz auf die Frage gewöhnt. Ja. Jetzt noch ein Schuh. Ich habe schon mehr. Dann ist es zu weit. Wie geht das? Oh, das ist ein Schuh. Wie geht das so? Ja, ich habe sie auch noch in der Mitte. Ich habe sie auch noch in der Mitte. Genau. Genau. Ich bin da, ich muss aufbauen. Keine Sorge. Ich bin da, ich muss ja aufbauen. Umräumen, aufbauen. Ich will den Menschen sehen, nur ich nicht. Das heißt, hast du über deine noch hört ihr mich? Ja. Okay. Weil ich habe jetzt die Kopfhörer rausgenommen wegen Laufen. Ach Gott, das liegt ja auch noch. Das ist ja. Ja. Wie machst du das mit den Klimmzügen, Svenja? Hier kommt sie. Ja, zeig mal. Das sind Burpee Pull-Up, zeig mal. Was? Das sind Burpee Pull-Up. Ah, super. Ja, okay, super. Alles klar. Gut, passt. Ja, und ich bin noch vorbereitet, hallo? Mann, die Frau ist schon erwachsen. Das gibt's nicht. Also. Das sehe ich gerne auch. Ja, du rennst nicht wie so ein aufgescheuchtes Huhn hin und her wie der Helmut, weißt du? Doch, das habe ich eben gemacht. Und man kann ja dann nicht. Ich muss jetzt erstmal gucken. Ich wollte das mal rein. Thank you.
Wenn ihr die Beine hintereinander legt, die Langhantel, dann reicht es nicht fürs Laufen, oder? Von der Länge her, wenn ihr die so legt, Richtung deinen Arm, dann geht es auch. Ganze Arme sind noch viel leckerer. Okay. Aber wir beide schon sagen. Nee, ich hätte gedacht, dass deine Langhantel so halb in dem anderen Raum dann drin ist. Weißt du, dann wär's vielleicht gegangen. So, Sandra, was macht die Wetterlage? Ja, was macht der Mensch? Ja, bei mir geht es auch noch. Es wird schon dunkler, aber es geht noch. Okay. Ich habe die Reihenfolge noch nicht drauf. Sechste. Sechs Deadlifts, sieben Burpee Pull-Ups, zehn American Swings, 200 Meter Laufen. Was laufen wir? 22 Shuttle Runs mit Berühren, bitte. So wie gewohnt. Okay. 22, ja? Dann zählt, die Shuttle Runs zählen als 20, je nachdem, wo ihr dann gerade hängen bleibt. So, ich gehe nochmal ganz kurz die Gewichte durch. Svenja 16 und 70. Ja. Sehr gut. Sandra? 50 und 16. Okay. Helmut? 24 und 5. Sehr gut. Uschi? 60 und 16. Alles klar, sehr gut. Der Silberrücken hat 24 und 85. Weil ich habe nicht mehr Scheiben, ja. Das ist ein bisschen blöd. Weil ich habe jetzt festgelegt, jedes Jahr, wo ich älter werde, verkaufe ich Scheiben. Okay, lange Rede, kurzer Unsinn. Musik mache ich an. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich beginne mit den Deadlifts. Doch. Hört ihr lieber noch? Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt wieder, oder? Ja. Okay. Gut, Leute. 10 Sekunden. Thank you.
The road I'm on, my feet are feeling strong. I feel a dip, must be. You feel our destiny.
Oh.
Bleib einfach liegen. Nicht bewegen. Dann laufen Sie keine Überraschung. And clap everything in the track like back belly. And that's just the half really.
You don't want to see the other side. I suggest you act quickly and ran swiftly and get out of my way before the gas empty. Come on and just tempt me. Svenja, du, was war denn mit dir am Anfang los? Die ersten zwei Runden, da war ich mir sicher, du überrundest mich heute. Und dann ab der dritten bist du komplett eingebrochen irgendwie. Ja. Habe ich schon richtig wahrgenommen, oder? Wie viele volle Runden, wie viele Wiederholungen, Svenja? Plus 12. 5. Bei mir war es gerade umgekehrt. Ich bin in den dritten Raum draufgekommen, dass ich immer 10 Mädels gemacht habe. Das war nicht der Moment da. Bis du mal nachgelesen hast, ja? Ja. Scheiße. Ah, ich hab's nachgelesen, aber irgendwie ist mein Bier mal passiert, ja. Ich hab's immer gesehen, ob ich mir das. Ach, noch 6 Jahre. 10 Jahre immer. 6 Jahre? Ja. Oh Mann, ja, die ziehen natürlich ordentlich. Ja. Vielleicht ich hast du dich auch. Gewundert, wieso ihr mich alle bei den Deadlift so abhängt. Ja, ich habe mich ehrlich gesagt in der ersten Runde kurz gewundert, warum du noch an den Deadlifts bist. Wo ich schon die Burpees gemacht habe, dachte ich, was ist mit dem heute los? Hat er später angefangen oder so? Okay, ich habe... Oh, Moment, er schreibt gerade nicht. Jetzt Jochen, 85. Oh. Oh. AX. Ich habe, das habe ich Ihnen geschrieben, ich glaube 6 Runden. Ja, 6. Und dann 13, 23 plus die Hälfte vom Laufen, 10, 33. Plus 3, also 6 plus 33. Weil ich habe da letzte Runde extra Shuttle Runs gemacht, damit ich sehe, was passiert. Sandra? Genau, 6 Runde. 6 Runde? Mhm. Und du hast 50? 50 Kilo und 16, ja. Okay. Helmut? 5 Runde und 15 Wiederholungen. 5 plus 15 mit RX und SC. Was wärt ihr bloß irgendwie Schwabe, hey? Ihr wärt gar nichts. Oder warte mal, Helmut, hast du die Burpee-Pull-Ups, hast du richtige Pull-Ups gemacht? Ja, sogar mehr, weil ich mir nicht runtergelegt habe. Das habe ich auch total ausgestreckte Hände gehabt. Okay, dann gebe ich heute einen RX. Oh. Weil oben tut es mir leid, da fehlen sicher 2-3 Zentimeter, weil ich will mir nicht bei jeder Wiederholung den Kopf anhauen. Das ist so unangenehm. Ach komm, du bist aber auch ein Weichei, Helmut. Ja, ich weiß. Warum habe ich mich also auch entschuldigt dafür? Uschi, wie viel? Genau, 6 Runden. Und 60, gell? Ja. 60 ist. Und 16. Schatzi, das heißt Runde. Runde? Runde. Runde? Die Rund, die Runde. Einzahl Rund, Mehrzahl Runde. Runde. So. Hier geht jetzt langsam der
der Wind los, das heißt, das Gewitter bahnt sich seinen Weg. So, wir hätten jetzt noch, was haben wir denn noch? 30 Sekunden hängen, rumhängen an der Stange. Und was ist das andere? Ah, nee. Hollehold. Hollehold, 30 Sekunden und das andere ist dann hängen an der Stange. Ach, ich würde sagen, das probieren wir noch, oder? Also leg dich ja mal eine Matte hin. Gewichte können wir danach wegräumen. Ganz gut, Schatz. Wie geht's deinem Mann? Ja, das würde gerne mit Trinken fliegen. Was ist das? Oh Gott. Jochen, vielleicht hatte ich das aber auch durcheinander gebracht, weil ich hier fünfmal die Richtung gewechselt habe, weil sich immer irgendwelche Leute hier auf meine Laufbahn gelegt haben. Ja, das habe ich gesehen, ja. Aber ich, hab ja mal American Football gespielt, wenn wir uns das nächste Mal sehen, machen wir ein bisschen Deckeltraining, okay? Ja. Der Vorteil ist, normalerweise musst du nur den allerersten wegdeckeln, dann geht der andere von selbst. Okay. Also pass auf, es wären eigentlich Enum mal 8. Ne, wir machen 6 Runden. Also jede Übung, ne, wir machen jede Übung 5 Mal, das heißt 10. Jede Übung 5 Mal, pass auf. Also ihr seht es ja am Timer, 30 Sekunden arbeiten, Holle holt, 15 Sekunden Pause, wir gehen zur Stange, machen 30 Sekunden Dead Hang. Und diese Kombination, danach wieder 15 Sekunden Pause, machen wir 5 Mal. Aufgabenstellung verstanden? Ja. Müsste so stimmen vom Timer her, oder? Sind dann 10 Runden, macht dann 5 pro Übung. Seid ihr bei mir? Ja, ja, ich halte mich da. Ich möchte mich neutral halten. Betretenes Schweigen. Ich halte mich neutral. Okay, ich mache ein bisschen Entspannungsmusik rein. Ohne Momento, gleich wird's ernst. Das ist doch heute was für deinen Rücken wieder, Sandra. Der Tank. Aber die Holo ist. Holo ist noch auf dem Rücken, was? Nee, Arsch. Ja, Holo ist auf dem Rücken. Holo ist Rücken, Arsch ist auf dem Rücken. Attenzione, 15 Sekunden. 36. Ich auf dem Rücken, Sandra, wenn das, ich glaube, das ist eh besser für dich, auf dem Rücken. Mit Vollauf. Oh, jetzt muss ich mal schnell meine Schuhe ausziehen. Sonst habe ich einen Wettbewerbsnachteil. Halbzeit. Aufstehen und hier euch an der Uhr, dass wir genau bei 30 anhängen. Also bei 15 in dem Fall. 5. Und hängen. Erste Runde geschafft. Ellbogen schön durchstrecken. Knie durchgestreckt, richtig Körperspannung aufbauen. Halbzeit. Into the clouds, high above. If you play, I'll bleed the same.
Komm, Helmut Uschi, das muss schneller gehen. 5 Sekunden länger hängen es. Zwei Runden geschafft von 5. Da bin ich bei den Deadlifts, ist Schieber wieder aufgerastet. Halbzeit. Bisschen höher die Beine, Svenja. Fünf. Aufstehen, komm. Fünf. Beißen beim Hollowhold. Time it just keeps passing by, bringing you to nowhere. Future isn't something we can force ourselves into. People gotta ask you what you gonna do. Don't know what you came for, but find out and start. Vorletzte Mal jetzt hängen. Komm, das haben wir. Hoch, 5. Den ganzen finde ich da ganz gut. Oh, jetzt hast du gut gemacht, Mann. Oder? Ja, das stammt aus seiner, Feder. Weiß ich nicht, ich gehe davon aus. Vielleicht hat doch Valerie dazu gemogelt. Oh. Letzte Runde! Juhu. Also wenn ich das Original im E-Mum richtig übersetze, haben die nur 4 Runden gemacht. Okay, hoch kommt Svenja. Keine Sekunde von dir. Komm. Ja, ich dachte, es wäre schon. Nein, wir haben da noch einmal. Letztes Mal hängen. Einfach nur so rumhängen. Pull back the blinds, this day is goodbye.
What makes me nervous? That look in my eyes. Very, very good. Was sagt ihr zu dem Finisher, so wie es da steht? Ich lese das: 1. Minute 30 Sekunden Hollow Hold, 2. Minute 30 Sekunden Dead Hang. Lese ich das richtig? Dann wären das 4 Runden. Wir sind halt die Stärkeren, deswegen haben wir mehr gemacht. Nein, es kann auch sein, dass die Pro-Minute beides gemacht haben. Aber dann wird es halt von der Zeit sehr, sehr sportlich. Hast ja gar keine Pause. So, dann braucht mal irgendjemand hier mit beim Aufhören. 4 Runden. Ja, du kannst bei mir auch mal aufhören. Wo ist das für ein Jammer da? Wo? Bei dir? Was? Lass doch für Adeline liegen, Jochen. Nee, warum brauchen wir es nicht? Warum brauchen wir Kittel? Adeline brauchen wir. Ach, schön. Jochen, ich hab mir jetzt solche Dinger gekauft, aber die sind zu kurz, gell? Warte mal, machst du mal bitte ran an die Hand. Meine sind auch zu kurz. Ich brauche auch eigentlich längere. Nö, würde ich nicht sagen. Okay. Guck mal, meine, die sind sogar noch kürzer. Guck mal. Oh, okay. Und ich komme mit denen echt gut klar, muss ich sagen, mittlerweile. Also am Anfang ging es gar nicht. Aber okay. Jetzt, wenn ich die einschalke, dann greifen die ganz gut. Okay, also, und dann habe ich mir so Handschuhe, aber ich glaube, die sind... Die Stange nicht mehr. Ja, Handschuhe ist natürlich mit Langhantel immer blöd, weißt du, weil du dann noch mehr Umfang hast, ja? Ja, genau, das ist, glaube ich, das Problem, weil kann dann, glaube ich, das ist ganz gut, weil alles geschützt ist, bei mir ist ja alles kaputt gerade. Wir verlassen euch, tschüss! Ciao, ja. Ciao, aber ich habe so das Gefühl, ich kann dann keine Stange mehr so richtig greifen. Ja, und was dir da verloren geht, eigentlich ist das hier, ich habe das ja schon mal erklärt, gell? Das hier soll ja locker sein, damit hier die Stange sich so ein bisschen reinpopelt. Das sind andere, weißt du, das sind zwei, ich habe einmal... Ja, ich weiß schon, also die mit den Fingern finde ich jetzt überflüssig, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, an deiner Stelle würde ich mich versuchen, an die anderen zu gewöhnen. Oh, bei der Stange, bei Langhanteltraining. Langhantel gar keine, also guck mal, bei Langhantel... Also wenn wir zum Beispiel ein Workout haben, wo wir kombiniert Langhantel machen mit irgendwie Gymnastik, wo du die Dinger brauchst, dann mache ich folgendes, dann drehe ich die, dann habe ich die hier und gehe an die Langhantel, drehe die hoch. Ja, weil Langhantel und Handschuh halte ich gar nichts von, weil du dadurch deine Hand noch kleiner machst und noch weniger den Hookwork machen kannst. Ja, ja, ja. Also insofern würde ich mich daran gar nicht erst versuchen zu gewöhnen. Aber die Grips sehen noch gar nicht schlecht aus. Ja, weil ich sehe so schlimm aus mittlerweile hier. Das Gras und... Ja, das ist so ein typisches CrossFit-Thema. Ja, ja, ich weiß, aber... Okay, danke. Aber im Endeffekt musst du es einfach ausprobieren. Wie du dich am wohlsten fühlst. Das mache ich dann. Okay, also dann einen schönen Abend euch. Das heißt, wenn alles nach Plan läuft, sagen wir, sehen wir dich nicht mehr die Woche, wenn du wirklich jetzt wegfährst, oder wie? Ja, weil ja. Es läuft halt leider gar nichts nach Plan. Das Wetter ist richtig scheiße, gell?
Wetter ist scheiße, meine Freundin hat jetzt irgendwie sich der Hals verzogen, keine Ahnung, ob die überhaupt gehen kann. Achso, die wollte mitkommen, oder was? Ja, ja. Ich dachte, du wolltest mit deiner Tochter oder sowas. Nee, Freundin. Ja, schauen wir mal, ob das was wird oder nicht wird. Ansonsten Dienstag wieder. Okay. Achso, Samstag machen wir Geburtstagsworkout von Susi. Die wird morgen 55. Ich schreibe es nachher nochmal um. Ah. Aber wir machen dann das Teamwort als Susi-Wort sozusagen. Mit Bizeps, Curls ohne Ränder? Ja, da bringst du mich schon auf die Ideen. Das ist eine gute Idee. Dead by Bizeps Curls, ey.